Was heißt das jetzt für den Umgang mit Systemen? Was heißt das für die Steuerung von Systemen? Es heißt erstmal, dass das Verhalten von Systemen ganz wesentlich von der Fähigkeit eines Systems abhängt, relevante Situationen wahrnehmen zu können. Und wenn wir das Verhalten von Systemen beeinflussen wollen, dann können wir das auch erreichen, indem wir die Wahrnehmungsfähigkeit von Systemen beeinflussen. So ist zum Beispiel das Konzept der Beobachtung zweiter Ordnung, also der Versuch, die eigene Wahrnehmung dadurch zu bereichern, dass wir kommunikativ mit anderen Beobachtern in Kontakt treten und uns mit denen über ihre Wahrnehmungen austauschen. Also wenn ich selber etwas nicht erkenne, aber ich spreche mit einer anderen Person und die erkennt etwas, dann kann ich meine eigene Wahrnehmung dadurch schärfen oder ausweiten, indem ich die eigene Wahrnehmung um das ergänze, was von anderen sozusagen wahrgenommen wird. Also der Ansatz im systemischen Kontext, Beobachtung zweiter Ordnung einzuführen, ist insofern eine systemische Intervention, als es dadurch gelingen sollte, und das ist die Strategie oder das Ziel, die Wahrnehmung eines Systems über die eigenen Wahrnehmungsgrenzen hinaus auszudehnen. Wenn ich zum Beispiel im Auto fahre und ich übersehe ein Fahrzeug, das Vorrang hat oder den Vorrang oder meinen Vorrang missachtet, und ich bemerke das nicht rechtzeitig, kann es zu einem Unfall kommen. Habe ich jetzt einen Beifahrer oder eine Beifahrerin und der oder die sagt, Achtung, da kommt ein Auto, dann wird sozusagen was ich nicht in meinem Erkenntnishorizont habe, ergänzt durch die Beobachtung eines zweiten Beobachters. Und indem mich diese Person auf eine Gefahr aufmerksam macht, erkenne ich dann auch diese Gefahr und reagiere rechtzeitig, indem ich zum Beispiel bremse oder hupe oder was auch immer.